Und dann nochmal mit den Leuten reden. Vielleicht sagen die mir ja, wie es weitergeht. Das kann möglich sein. Die Prinzessin im Spiegel, wie lange war sie wohl da drin eingesperrt? Kann das sein, dass ich irgendwo was übersehen habe? Willkommen, Pamela. Vielen Dank für eure Hilfe. Es wäre meine Freude, wenn man Wissen über ihr... Mörder... Nee. Keine Erinnerungen, wie ich... Erzfeind. Für mich der Verdächtige, oder? Spiegel. Nimm diesen Schlüssel, kann die Schleuse öffnen. Ja, Schleusenschlüssel, schön. Posten, schön. Jetzt, nichts wissen wohin. Madame Lucia, keine Hilfe. Momentan, die sagt mir nicht in welche Richtung. Was ist, so, wo ist denn jetzt unser Schiff? Ich wollte schon sagen, müsste doch irgendwo hier in der Nähe sein. Immer noch innerhalb. Inseln. Nur innerhalb der Insel noch nur bis jetzt nur schwimmen. Scheiße, es muss doch irgendwo weitergehen. Es ist zum Haare rausreißen. Dass man nicht weiß, wo lang. Ich soll jemandem helfen in einer Stadt, die ich nicht finde. Find ich super. Find ich super. Ich war überall, wo ich nur denken kann. Inwiefern google ich gleich ganz ehrlich? Da google ich jetzt gleich mal, wo ich diese Stadt finde. Vielleicht reicht dir eine Karte aus. Ich gehe gleich nochmal nach. Wie heißt gleich? Ich muss mal kurz hier öffnen. Ich mache das jetzt mal eben live. Deswegen verzieht sich ein bisschen, aber ist ja kein Problem gerade. Ja. Alles okay. Ich habe nur den Browser aufgemacht. Ja, jetzt stoppt das ein bisschen. So, Moment mal. Dragon Quest 6. Machen wir mal die Karte. Map. Vielleicht finden wir da was. Nein. Also hier haben wir eine Karte. Und das ist eine Karte. Okay. Die ist natürlich wieder auf Englisch. Medaillenkönig haben wir gefunden. Horst, ja. Unter Wasser? Interessant. SW Style Shop, ja, das ist die Schönheitsschmiede. Ich müsste jetzt nur wissen, wie das auf Englisch heißt.
gibt wahrscheinlich keine deutschen Karten. Das bezweifle ich, um ehrlich zu sein. Sieht mir nicht danach aus. Oh. Ach ja, man sollte auch mal irgendwas mal anklicken. So, Magie. Madame Lucia, ich... Wie heißt die Stadt jetzt, die ich suchen sollte? Ich google das jetzt, ganz ehrlich. Das ist ja echt jetzt... echt nervig gerade. Ich komme nicht zurecht. Kann einen Dorf erkennen, ja, namens... Pescado. Steht hier vielleicht irgendwas ähnliches auf Pescado? So, wenn ihr seht. Pescado. Wo liegst du? Wo liegt Pescado? Dorf Pescado. Was haben wir denn hier? Hi, wie komme ich dorthin? Aber was da steht, ich muss dort einfach finden. Mann, Flunder ist Pescado. Okay. Flunder ist Pescado? Wie soll man darauf denn bitte kommen? Ganz ehrlich, warum schreibt ihr nicht ein Dorf namens Flundern? Genau, kommen wir nur nach Flundern. Mann, Flundern ist Pescado. So, und hier gibt es sogar noch eine kleine Lösung. Okay. Ganz ehrlich, sowas ist unnötig. Pescado ist Flundern. Woher sollte man das denn wissen? Warum ist das so kompliziert gerade? Weltwechsel. War doch Weltwechsel, oder? Oder war das auf... Okay, doch. Ich war falsch. So, also geht's doch im Flundern die ganze Zeit weiter mit der Meerjungfrau. Flundern. Pescado. So. Gut, dann lese ich mal hier, was hier steht. Rede mit dem Fischhändler. Warte mal. Wir haben eigentlich mit jenen geredet. Es geht um Ole. Ja, um ihn hier. Ihr seid im Weg. Raus hier, mal los. So, rede mit dem Fischer und der muss eine Lieferung erlegen. Dann geht ins Haus ganz unten rechts. Welchen Händler denn hier? Den hier? Ein Fall, aber die Serie muss ja ran. Oder muss ich mit dem Restaurantleiter da oben reden?
Fisch, entdecklich der beste Fisch beim Flundern, aber unbezahlbar. Ist auch kein. Fischhändler, oder? Ostermaus, ja. Also habe ich mir fast gedacht, dass er irgendwann das Ole in der Höhle reingeht. Aber wie löse ich das? Nee, ne? Nee, jetzt geht's weiter. Ich reise um die ganze Welt, suche dieses verdammte Pescado. Und wir waren die ganze Zeit hier. Ganz ehrlich, wer hätte es gewusst? Wenn da stehen würde, namens Flundern, alles Klärchen. Kein Problem, das ist ja wer gewesen, aber das Dorf heißt ja nicht Pescado, sondern Flundern. Ich glaube, wenn ich ein DS hätte und selbst gezockt hätte, ich glaube, ich wäre an der Stelle genauso buff wie jetzt im Let's Play. Ich hätte nachgucken müssen, wie es weitergeht. Schade, dass keiner mich vorgewarnt hat. Es gibt eine Stelle, wo man nicht so schnell weiterkommt. Ah, Mann, das ärgert mich natürlich jetzt umso mehr. Schade. Ich muss das mir dann immer höchste Zeit für meine Lieferung. So, jetzt haut er ab. So, und dann sollen wir noch zum Ole hin. Ganz unten nach rechts. Ah ja. Da passiert doch was. So, die Lieferung wird erledigt. Dann werde ich mal zurück zum Laden. Bis zum nächsten Mal, Ole. Danke für deine Bestellung. Okay, was hast du bestellt? Ihr schon wieder? Seid ihr nicht... Warte mal, dann kann ich das hier eigentlich wieder zumachen. Jetzt wissen wir endlich, wie es weitergeht. Ach, Manometer hier. Ach, da kommt man auch nicht drauf. Ihr schon wieder. Ihr seid nicht, dass ich beschäftigt bin. Himmel an uns wehren. Zieh Leine. Okay. Das hat mich jetzt auch nicht weitergebracht. Ah, jetzt. Ohne, was machst du? Was hast du vor? Folgen ihn einfach mal. Sprechen ihn einfach an. Nee, wir folgen ihm. Kann man ihn ansprechen? Ha, wie lästig. Ich beobachte ihn jetzt mal eben. Warte mal, ich gehe mal jetzt rein und raus. Hängt der jetzt nur noch draußen rum? Ach so, ich darf den gar nicht ansprechen. Hä? Muss ich das schon wieder aktivieren? Moment. Nein, hier will ich nicht rein. Meine Lieferung? Ja, okay, ich muss es wieder. Okay, ich darf ihn nicht ansprechen. Gut, damit es ausgelöst wird. Ansonsten wird es quasi resettet.
interessant. Ich darf ihn nicht ansprechen. So. So, wäre erledigt. Dann gehst du zum Laden zurück. Bis zum nächsten Mal, Ole. Danke für deine Bestellung. Wir ehren sie uns bald wieder. Ihr schon wieder. Baba, Himmel an und Zwirn. Und jetzt lassen wir ihn laufen. Lauf, kleiner Ole. Lauf! So, jetzt warten wir mal. Was passiert? Er guckt sich um. Und er läuft. Beobachten wir. Hey, beobachten ihn. Ich meine, er läuft jetzt in Richtung Höhle. Am besten nicht ansprechen. Okay. Also wenn ich ihn anspreche, läuft er zurück und dann darf ich das Ganze wieder von vorne anfangen. Ich verstehe. Ich verstehe den Sinn gerade dahinter. Man muss ihn laufen lassen. Auch so langsam wie er läuft. Aber ich glaube, das ist wegen so einer Verletzung, ne? Am Main. War da nicht was? Und jetzt müssen wir bestimmt ganz nach hinten. Ich wusste, dass mit der Höhle irgendwas nicht stimmt. So. Er läuft. Er läuft weiter. Er läuft ein bisschen schneller. Ach so. Duft er mich nicht. Ach so. Heute bin ich genug rumgelaufen. Ich will es ja auch nicht übertreiben. Okay. Hä? Was wollt ihr? Ihr habt mir eine Begabung dafür, andere Leute auf die Nerven zu gehen. Könntet ihr zur Abwechslung mal was anderes machen, als mir am Rockzipfel zu hängen? Na los, Zieleine. Und jetzt? Oh nö, sag mir nicht. Der geht wieder raus. Nein! Ach nö! Nicht doch mal! Darf der mich überhaupt sehen?